Liebe Geschwister, ich habe mich akademisch relativ gut vorbereitet auf die heutige Freitagspredigt. Schon seit mehreren Tagen bin ich dafür vorbereitet gewesen für dieses Thema. Aber es gab einen Wandel in meinem Herzen und ich möchte über ein anderes Thema heute sprechen. Dies möchte ich kurz einleiten. Vor einem guten Jahr kam eine Frau hilfesuchend zu uns in die Moschee und ich hatte mich mit ihr in den Infoladen begeben. Und sie hat sehr wenig Deutsch gesprochen und hat nach einem Ehemann gesucht. Und aus meiner Sicht der Dinge ist das relativ wenig erfolgsversprechend, weil ich mehr in diesem deutschsprachigen Kreis aktiv bin und man auch eher jemanden empfehlen kann, wenn man ihn auch näher kennt. Versteht ihr? Man kann nicht einfach jemanden empfehlen, den man nur so vom Salamu Alaikum sagen kennt. Und ich habe ihr das erklärt, dass es wahrscheinlich erfolgsversprechender ist, wenn sie halt in der arabischen Gemeinde mit demselben Anliegen hineingeht. Ja, so mehr unter die Araber, unter die Marokkaner mischen. Sie kamen ursprünglich aus Marokko. Und trotzdem habe ich Bittgebete gesprochen für sie und habe überlegt, wer könnte denn in Frage kommen? Aber ich habe auf dem Papier keine Lösung gehabt. Und ein halbes Jahr vorher oder später, auf jeden Fall zeitlich weit voneinander entfernt, ist dasselbe passiert mit einem marokkanischen Bruder, der zu mir kam, der mich beim Hof angesprochen hat und gesagt hat, ein guter Freund von dir hat gesagt, ich soll zu dir kommen mit diesem Anliegen. Und ich habe mir gedacht, das ist unwahrscheinlich. Ich konnte es nicht ganz einordnen, weil das passt nicht. Die guten Freunde sozusagen, die kennen die Lage und die würden niemandem Hoffnung machen, den ich am Ende mehr oder weniger nicht enttäuschen müsste, aber in die Realität einführen müsste. Ja? Und später habe ich dann hat mir ein anderer Imam von einer anderen Moschee gesagt, ich habe dir diesen Mann geschickt. Und ich kenne diesen Imam noch nicht mal sehr, sehr gut. Ja? Und ich habe gesagt, ja, warum hast du das gemacht? Ja? Du hast ihm Hoffnungen gegeben. Aber subhanallah, dasselbe Gefühl. Ich habe ihm dasselbe erklärt, aber ich wollte ihm helfen. Habe auch Bittgebete gesprochen und habe überlegt, ja. Und eines Tages kam es dann und ich habe mir gedacht, ja gut, dann soll er doch die Schwester anrufen und ja, die Familie kontaktieren etc. Die Idee kam einfach so. Ja. Und subhanallah, vor wenigen Tagen erreicht mich die Nachricht, die haben geheiratet. Und das ist alles länger her, wie gesagt, seitdem ich mit den Geschwistern Kontakt hatte. Ich hatte erstmal Kraft gebraucht, um eine Gedächtnisleistung erbringen müssen, um mich überhaupt erinnern zu können. Und subhanallah, ein Satz, dessen Wahrheit ich bezeuge, der in der Bibel erwähnt ist, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja, wir kennen das aus unserem Leben. Das Leben eines Einzelnen legt Zeugnis dafür ab, dass dieser Satz wahr ist. Aber wie kommt es ja zu diesen Ereignissen im Leben? Viele Zufälle, das, was uns vom Schicksal her zufällt, viele Unregelmäßigkeiten, das kennen wir. Und so verstehe ich auch meinen Herzenswandel, was das Thema anbelangt. Als kleine Weisung von Allah Ta'ala, und möge ich dies richtig verstanden haben, und er ist erhaben, und wir als Menschen begehen Fehler in der Wahrnehmung und auch in unserem Handeln. Gestern sagte mir ein Freund, Iman lässt dich seltsame Dinge tun. Iman bringt dich manchmal zu seltsamen Dingen. Wie kam es dazu, dass er dies gesagt hat? Ich habe ihn von einem Bruder erzählt. Von einem Bruder erzählt, der etwas betagt ist, etwas älter ist. Er war verheiratet mit einer wesentlich jüngeren Frau. Und er kam zu mir, und hat gesagt, er hat mich um Hilfe gebeten. Ich habe ihm, da habe ich nichts erreichen können, ja. Weil er wird sich von seiner Frau scheiden lassen und er sucht für sie nach einem anderen Mann. Heftig, oder? Das ist heftig, oder? Also ihr müsst nicht antworten, aber innerlich könnt ihr antworten.
Heftige Sache. Und ich hatte dies gestern beim Abendessen mit einer Runde von Studenten besprochen. Und einer sagte, das ist unmöglich, sowas kann kein Mann machen. Ja? Und einer meiner Freunde erwähnte den Hadith, der in Bukhari festgehalten ist, dass die Medinenser, die Ansar, die Helfer, als sie die Mekkaner aufgenommen haben, haben sie sie willkommen geheißen, wie es nur geht. Und eine berühmte Geschichte war die, dass, ich habe seinen Namen leider nicht auswendig, Allah Ta'ala möge mir vergeben, einer der Prophetengefährten aus Medina sagte zu Abdurrahman ibn Auf, möge Allah Ta'ala mit beiden zufrieden sein, du kommst nach Medina und ich werde dir die Hälfte von meinen Geschäften geben und werde dir die Hälfte von meinen Anwesen geben, sodass du auch einen Platz zum Wohnen hast. Und du kannst dir, ja, ich werde mich von einer meiner Frauen scheiden lassen, die du dann heiraten kannst. Dieser Hadith ist in Bukhari. Er wird verschieden verstanden, ja, sehr viele Gelehrte verstehen ihn so, dass dies wortwörtlich so gemeint war. Wortwörtlich so gemeint war. Er könnte eine seiner Frauen heiraten. Manche andere Gelehrte verstehen das so, dass das eine Art sprachliches Mittel war, um Abdurrahman verstehen zu lassen, er wird alles für ihn tun, dass er heiraten wird können. Ja? Und es gibt zwei Überlieferungen in Bukhari und der eine spricht von diesem wortwörtlichen Angebot, ja, du könntest eine meiner Frauen heiraten und der andere Hadith sagt, ich werde dich verheiraten. Und Allah Ta'ala weiß es am besten, wie wir diesen Hadith am besten zu verstehen haben. Aber gemäß der einen Auffassung zumindest ist dieser Satz bestätigt, Iman lässt dich, Iman, tiefgründige Überzeugung, lässt sich manchmal seltsame Dinge machen. Also Dinge, die vielleicht andere Menschen gar nicht richtig verstehen können. Weil Allah Ta'ala gibt dir eine gewisse Weisung in dein Herz, mit der du dann zufrieden bist. Auch wenn es verstandesmäßig vielleicht nicht ganz klug aussieht, aber deine Weisung im Herzen, sie bedeutet für dich ein gewisses Licht und gibt dir eine gewisse Sicherheit. Und dieselbe Sicherheit habe ich auch in Bezug auf das heutige Thema und Allah Ta'ala weiß es am besten. Der Hintergrund war gewesen, die Frau konnte keine Kinder von dem älteren Muslim bekommen und sie hat sich das sehr gewünscht. Ja? Und der ältere Ehemann hat sich für sie verantwortlich immer noch gefühlt, über diesen Rahmen hinaus, über diesen gewöhnlichen Rahmen hinaus, sodass er dies ermöglicht hat. Und er war bei der Hochzeit, ja, später haben sie dann über andere Quellen, sind sie dann fündig geworden, also hat sie geschieden, dann hat sie ihre Wartezeit ablaufen lassen, dann hat sie einen anderen Mann gefunden und ja. Und bei der Heirat, subhanallah, war der Ex-Mann der erste Zeuge. Wir haben zusammen miteinander Kakao getrunken und schön miteinander gegessen. Subhanallah. Und das ist auch meine Überleitung. Welch wundervolle Scheidung. Ja, eine Scheidung, wo man auch das Gute für den Partner im Sinn hatte. Ohne böse Worte, ohne einander irgendwie das Leben schwer zu machen oder jemandem anderen eine Lektion verpassen zu müssen. Welch schöne Scheidung. Ich möchte eine Passage aus dem Koran vortragen zu diesem Thema. Es ist in der zweiten Sure ab dem 228. Vers. Ab dem 228. Vers. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Doch wenn sie den festen Entschluss zur Scheidung gefasst haben, dann ist Allah wahrlich allhörend, allwissend. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Geschiedene Frauen sollen selbst drei Perioden abwarten und es ist ihnen nicht erlaubt zu verbergen, was Allah in ihrer Gebärmutter erschaffen hat. Wir werden das gleich näher erklären. Wenn sie an Allah und den jüngsten Tag glauben, wenn sie an Allah und den jüngsten Tag glauben, merkt euch diesen Satz. Und ihre Ehemänner haben vorrangig das Anrecht, sie dann zurückzunehmen, wenn sie eine Versöhnung anstreben. Und den Frauen stehen die gleichen Rechte zu, wie sie, die Männer, zur gütigen Ausübung über sie haben. Doch die Männer stehen eine Stufe über ihnen. Und Allah ist allmächtig, allweise. At-talaqu marratan, fa-imsakun bima'arufin au tasrihun bi-ihsan, wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Die Scheidung ist zweimal. Dann sollen die Männer die Frauen in angemessener Weise behalten oder im Guten entlassen. Es ist euch nicht erlaubt, irgendetwas von dem zurückzunehmen, was ihr ihnen als Brautgabe gegeben habt. Es sei denn, beide, Mann und Frau, befürchten, die Schranken, die Grenzen von Allah, die Regeln von Allah, nicht einhalten zu können. Und wenn ihr befürchtet, dass sie die Schranken Allahs nicht einhalten können, dann liegt kein Vergehen für sie beide in dem, was sie hingibt, um sich damit loszukaufen, loszulösen. Dies sind die Schranken Allahs, so übertretet sie nicht. Und wer die Schranken Allahs übertritt, das sind diejenigen, die Unrecht tun. Und wenn er sie entlässt, dann ist sie ihm nicht mehr erlaubt, solange sie nicht einen anderen Mann geheiratet hat. Wenn dieser sie entlässt, ist es kein Vergehen für beide, wenn sie zueinander zurückkehren, sofern sie annehmen, dass sie die Gebote Allahs einhalten können. Das sind die Schranken Allahs, die er denjenigen klar macht, die wissen. Und wenn ihr euch von den Frauen scheidet und sie sich der Erfüllung ihrer Wartezeit nähern, dann behaltet sie in gütiger Weise oder entlasst sie in gütiger Weise. Doch behaltet sie nicht aus Schikane, um zu übertreten. Und wer dies tut, der fügt sich selbst Unrecht zu und macht euch nicht über die Zeichen Allahs lustig und gedenkt der Gnade Allahs, die er euch erwiesen hat und dessen, was er euch vom Buch und der Weisheit herabgesandt hat, um euch damit zu ermahnen. Und fürchtet Allah und wisset, dass Allah über alles Bescheid weiß. Und wenn ihr die Frauen entlasst und sie ihren Termin erreichen, dann haltet sie nicht davon ab, ihre Gatten zu heiraten, wenn sie sich in gütiger Weise einigen. Dies ist eine Ermahnung für diejenigen unter euch, für denjenigen unter euch, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Wird wiederholt. Der Iman an Allah und den jüngsten Tag. Das ist besser für eure Lauterkeit und Reinheit. Athar, liebe Geschwister, Azka lakum wa Athar. Wir haben über Zakah gesprochen und Al-Athar, das Reinere. Kennt ihr Tahara, ja, die rituellen Waschungen, wo es nicht um ja, das rein Hygienische an sich geht, sondern auch um das Rituelle? Ja? Also nicht um An-Nawafa, sondern Tahara und Zakah und Reinheit.
Und Allah weiß, doch ihr wisset nicht. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sehr viel Koran vorgetragen während seiner Freitagspredigten. Das wissen wir, haben wir öfters mal miteinander thematisiert. Und so müsst ihr euch das vorstellen, so wie wir das jetzt im Deutschen vorgetragen haben und die meisten von uns werden das sehr, sehr gut verstanden haben, so war das damals für die Prophetengefährten im Original gewesen. Das heißt, sie haben Koran vorgetragen bekommen und es war für sie nicht nur eine Rezitation, ja, eine Art Melodie, ein schöner Klang, sondern es war für sie auch ein Inhalt gewesen. Sie haben sich dann auch mit dem Inhalt der Koran-Rezitation befasst. Wir haben in dem Sinne ein doppeltes Vergnügen. Wir können uns mit der Rezitation, mit dem schönen Klang beschäftigen, aber was machen wir mit dem Inhalt? Deswegen scheue ich mich auch nicht davor, ein oder eineinhalb Seiten aus dem Koran inhaltlich in einer Freitagspredigt vorzutragen. Das ist in dem Sinne für mich keine Zeitverschwendung, sondern im Gegenteil, das ist der Kern, liebe Geschwister, dass wir auch dem Koran und damit dem Islam näher kommen während unserer Freitagspredigt. Habt ihr ein Ohr dafür gehabt, wie die Scheidung thematisiert wurde gerade eben in dieser längeren Passage? Wenn wir einfach nur googeln oder ein Fachbuch zum Thema aufschlagen, da haben wir nur die reinen Regelungen. Die reinen Regelungen. Ja? Aber Allah Ta'ala, er verbindet die Regelungen mit Gottes Furcht. Mit dem Iman an ihn und an den jüngsten Tag. Mit Warnungen. Das sind die Grenzen von Allah. Wie oft habt ihr, ja, tilka hududullah, hier vernommen? 2-3 Mal. Zählt es nochmal nach. Mit Warnungen. Und Allah Ta'ala, er hat uns erzogen in dieser Passage, wo er die Einigung zwischen beiden, die Versöhnung angesprochen hat. Ja, das heißt, die Scheidung ist nicht nur ein rein mathematischer Prozess, sondern die Regelungen dienen dazu, Menschen zu erziehen. Und erzogene Menschen, diejenigen, die die Scheidung verstanden haben und die einen Kontakt zu Allah Ta'ala haben, denen wird in der Regel diese Herausforderung in ihrem Leben nicht begegnen. Weil sie haben die Scheidung verstanden, sie haben dann auch die Heirat verstanden in der Regel. Und sie haben eine Beziehung zu Allah Ta'ala. Und sie sind erzogen. Ja, sie wurden von, ja, Allah Ar-Rabb, der Herr, liebe Geschwister, aus diesem Wort leitet sich auch Tarbiya, die Erziehung in der arabischen Sprache, ab. Er ist unser Herr. Er gibt uns Erziehung, liebe Geschwister. Wir haben also, und das ist übrigens ein sehr, sehr großes Problem. Leider sind wir in diesem Bereich nicht das strahlende Licht, was wir sein könnten. Ja? Im medizinischen Bereich beispielsweise. Alhamdulillah, ja, sehr viele, so, das ist so allgemein, so ein kleines Allgemeinwissen und viele Ärzte bestätigen das. Ja, dass Muslime einfach gesünder sind, diejenigen, die sich an ihre Religion natürlich halten. Warum? Weil sie rauchen nicht, sie trinken nicht, ja, sie essen nicht zu viel, sie essen ausgewogen, sie fasten einmal im Jahr, was eine Grundreinigung für den Körper ist, ja, sie lieben Olivenöl, ja. Und die Gesundheit ist im Koran oft angesprochen und dass das eine Amana ist, unsere Gesundheit etc. Ja, so ist es bekannt. Ja, Muslime, die sind schon, ja, nicht dieses sinnlose Feiern, sondern so ein halal, gutes Feiern. Ja. Und im selben Maße sollten wir eigentlich dafür bekannt sein, aber den Muslimen, boah, da Familienleben, das da läuft ja viel besser. Ich weiß auch nicht, warum. So, diese Gedanken sollten wir eigentlich, oder dieses Image sollten wir haben. Aber wenn wir ehrlich sind, wir kriegen in unserem Umkreis immer von Scheidungen mit. Ja, und das sind dann nicht die idealen, einfach Scheidungen. Ja, vergiss den einen Bruder. Das ist ein bisschen zu viel für uns vielleicht wahrscheinlich. Ja, diese Stufe werden wir vielleicht niemals erreichen. Aber einfach eine Scheidung, wo man sich als Erwachsene zusammensetzt und sagt, okay, irgendwie es hat nicht mehr geklappt, aber wir haben einander sehr viel gegeben in diesen Jahren und wir sollten uns auch weiterhin noch respektieren und eventuell, wenn man noch Kinder hat, dann guckt man, wie laufen die Besuchsregelungen ab und wie kann man das Beste immer noch für die Kinder auch als geschiedenes Paar, ja, für die Zukunft erreichen.
So etwas sollte, muss möglich sein, liebe Geschwister. Muss, Allah Ta'ala fordert das. Entweder man lebt im Guten zusammen, sagt Allah, oder man entlässt im Guten. Im Guten, bi Ihsan, ja, im Besseren. Ihsan ist ein sehr starkes Wort in der arabischen Sprache. Ihsan wird in Bezug auf die Beziehung der Kinder zu den Eltern verwendet. Und Allah ist einer seiner Namen, Al-Muhsin, derjenige, der, also die Allah eben, ja, Al-Muhsin, was muss man noch erklären? Na, jetzt gucken wir mal. Wir gucken mal in uns selbst rein. Und stellen uns vor, auch wenn wir nicht verheiratet sind, ja, wenn wir mal Stress haben in der Ehe, wie reagieren wir? Werden wir gewalttätig? Drehen wir durch? Ja? Wie ist es sonst, wenn wir unter Freunden sind oder irgendwo? Ja? Sind wir konfliktfähig? Sind wir belastbar? Oder drehen wir gleich durch? Oder sind gewalttätig? Oder beleidigen sofort, wenn wir in einen Streit hineingeraten? Deswegen ist diese Erziehung sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Ist für uns wichtig, dass wir eine harmonische Familie haben, dass wir unsere Kinder in Harmonie erziehen können. Ja, weil Scheidung ist immer ein harter Faktor im Leben eines Menschen, im Leben eines Sohnes, einer Tochter. Das gilt es aufzufangen und so gut wie möglich, ja, heilen zu lassen. Manchmal verschwindet die Narbe. Aber manchmal kann diese Wunde niemals heilen, weil Ex-Mann und Ex-Frau nicht richtig zusammenfinden im Rahmen der gemeinsamen Kindererziehung. Ja, nicht im Rahmen, weil sie sind ja geschieden. Ja? Aber im Rahmen dessen, dass man noch Vater ist, im Rahmen dessen, dass man noch Mutter ist und dass der Ex-Mann eben Vater von den Kindern und die Ex-Frau eben Mutter von den Kindern ist. Und deswegen Allah Ta'ala, er verbindet diese Regelungen, weil er schließt diese Passage ab. Er weiß und wir wissen nicht. Er weiß, wie schwer es für den Menschen ist, in dieser Ehekrise gefangen zu sein. Und Krisen, liebe Geschwister, sind immer, man ist aus seinem Rhythmus, aus seiner Routine heraus. Man ist nicht man selbst in einer Krise, so wie man sich selbst kennt. Und deswegen wird man dort auch anfällig für Sünden oder für Übertretungen in diesem Ausnahmezustand. Ja? Da will der Scheitan, da lauert er. Er will angreifen, er will einen zu schlimmen Dingen verführen. Deswegen fordert Allah Ta'ala uns auf, Iman an ihn und an den letzten Tag zu haben. Und erinnert uns an die Güte. Erinnert uns an die Beziehung, dass wir miteinander immer noch, ja, selbst wenn wir in diesem Stress sind, muss man miteinander reden, um zu einer guten Einigung und sei es ein Ende zu kommen. Nun möchte ich kurz einige erzieherische Lektionen wiederholen, möglicherweise für den einen oder anderen, aber ich glaube nicht, dass das eine Wiederholung für sehr viele sein wird. Und wenn, dann ist es vielleicht eine Erinnerung und der Mensch bedarf der Erinnerung. Ja? Und der Koran nennt sich Al-Dhikr, ja? Die Erinnerung. Warum hat Allah Ta'ala die Scheidungsregelungen so gestaltet, wie er sie gestaltet hat? Zuerst einmal eine Regel. Allah lässt die Scheidung so schwer wie nötig sein, damit nicht einfach irgendeine Beziehung so auseinandergeht. Damit nicht einfach. Ja, weil Krisen gibt es immer. Und wenn die Scheidung etwas sehr Leichtes wäre, dann würden viele Beziehungen auseinandergehen, die eigentlich besser wieder, also sie hätten besser zusammenbleiben sollen. Beziehungen, die eigentlich hätten bestehen sollen. Aber weil die Scheidung zu leicht geregelt war, ja, ist sie dann auseinandergegangen. Nein, nein. Die Scheidung ist so schwer wie nötig, dass es nicht einfach so zur Scheidung kommt. Und jetzt eine Lektion. Wir wissen, dass unsere Großeltern, ja, dass es zu ihrer Zeit gab es keine Scheidung. Gab es einfach nicht. Ja? Gut, es wird manchmal so porträtiert und manchmal ist auch etwas dran. Ja, da gab es keine Liebe und die sind einfach nur so zusammengeblieben und es war ganz schlimm und Hölle auf Erden. Mag sein, dass es solche Fälle gab. Aber wird es auch nicht sehr viele Fälle darunter gegeben haben,
wo es einfach gut war, dass es praktisch, im praktischen Sinne, keine Scheidung gab, weil die Leute dann einfach zu diesen Lektionen gefunden haben, wie man muss konfliktfähig sein, man muss Kompromisse eingehen können, ja? Aber wie gesagt, Allah Ta'ala hat die Scheidung erlaubt, das ist jetzt in dem Sinne nicht falsch zu verstehen, aber in der heutigen Zeit, die Leute sind zu locker. Deswegen ist die Scheidung auch etwas relativ Schweres, damit die Beziehung nicht einfach so wegen einer normalen Krise, die sicherlich kommen wird in der Ehe, auseinandergehen. Wir können uns jetzt fragen, ja gut, warum ist die Scheidung überhaupt erlaubt? Wenn das Zusammensein so ein großes Ideal ist, warum hat Allah überhaupt die Scheidung erlaubt? Warum ist es nicht so wie bei den wie bei einem Verständnis der Katholiken, ja, bis der Tod euch scheidet. Im Sinne von, es gibt keine Scheidung. Ja, dann wird man, oh Allah, bitte lass mich sterben. Nein, nein. Warum ist sie überhaupt erlaubt? Ja? Stellt euch mal vor, es würde die Scheidung nicht geben. Wozu würde das führen? Es würde dazu führen, dass viele erst gar nicht heiraten würden. Das heißt, die Existenz der Scheidung sichert die Ehe. Weil ansonsten denkt man, das Risiko ist zu groß, dass ich am Ende nicht mehr rauskomme, lieber gehe ich erst nicht mehr rein. Aber im Hinterkopf hat man den Notausgang. Ja, es gibt einen Notausgang. Ja, einen Notausgang. Nicht einfach nur so den zweiten Ausgang oder so, einen Notausgang. Ah, der ist da. Dann kann ich auch ja, in die Ehe hineingehen. Und was passiert? Ansonsten, viele Leute würden nicht heiraten. Oder wenn sie dann heiraten würden und es gäbe keinen Notausgang und sie müssten im Gebäude der Ehe verharren, was würde dann passieren? Sie würden fremdgehen, weil der Mensch bedarf nach Partnerschaft. Ja? Und welche Bedeutung hätte dann die Ehe? Hätte keine. Hätte keine Bedeutung mehr, weil alle wissen würden, die Ehe hätte keine Bedeutung. Ja? Weil man bekommt einfach mit, niemand nimmt sie richtig ernst. Es ist nur so, dass man irgendwie mal für die Gesellschaft geheiratet hat, aber danach macht am Ende jeder, was er will. Das heißt, die Existenz der Scheidung sichert in Wirklichkeit die ehrliche Ehe in der Gesellschaft. Ja, weil dieser Notausgang ist psychologisch wichtig, dass man ihn hat. Das heißt, die Scheidung ist gleichzeitig so leicht wie nötig, damit es nicht zu einer Heuchelei in der Gesellschaft kommt. Dass man nicht einfach nur so verheiratet ist, ja, und dann hinter dem Rücken oder manchmal auch offenkundig dann fremd geht, sondern sie ist so leicht wie möglich, dass die Ehe auch immer eine Institution der Ehrlichkeit des Vertrauens ist. Gut. Wie läuft das Ganze ab, rein praktisch? Rein praktisch. Der Ehemann, weil die Scheidung ist etwas, was in der Regel in der Hand des Mannes liegt. Ja, die Hauptform der Scheidung, es gibt mehrere Formen der Scheidung im Islam, At-Talaq, wir sprechen von At-Talaq, ja, das ist die gewöhnliche Scheidungsform im Islam. Es gibt auch andere Scheidungsformen, wo die Frau beispielsweise die Initiative ergreift, ja, und das mit ihrem Mann regelt oder sogar vor Gericht geht, ja, um dies zu klären. Es gibt verschiedene Wege, oder dass man zwei Leute beauftragt. Man hat zu viel Krise, man beauftragt zwei Leute, einen Vertreter vom Mann, einen Vertreter seitens der Frau, und die können auch die Ehe scheiden. Man beauftragt sie, das zu regeln, zu klären, und sie könnten sogar auch diese Ehe scheiden. Das ist auch einer der Wege der Scheidung. Ja? Aber der Mann, er gibt die Brautgabe im Islam. Das heißt, er gründet praktisch eine Familie, er investiert in die Familie. Das heißt, wenn die Frau dann diese Möglichkeit hätte, die Ehe verbal aufzulösen, darum geht es. At-Talaq ist das verbale Eheauflösungsrecht des Mannes. Und das hat die Frau nicht. Außer es gibt irgendwelche Sondervereinbarungen, die auch möglich sind, aber die ursprünglich nicht vorgesehen sind im islamischen Recht. Warum? Weil der Mann, ja, das ist diese Stufe, die gerade erwähnt wurde, ja, Rechte und Pflichten sind nicht absolut gleich verteilt. Da, wo es ein elementares Anderssein gibt beim Mann, im Gegensatz zum elementaren Anderssein bei der Frau, dort gibt es dann auch verschiedene Regelungen. Ja? Und weil der Mann auch die Brautgabe gibt, hat der Mann auch das verbale Auflösungsrecht der Ehe. Das Ganze kann er zweimal machen. Was kann er machen? Er muss warten, bis die Frau nicht mehr ihre Periode hat, ja, also die Monatsregel. Und danach darf es keine Intimitäten geben. Und dann kann er ihr ein direktes Scheidungswort aussprechen. Das macht er einmal. Dann müssen drei Perioden der Frauen ablaufen.
Was passiert in diesen ungefähr 3 Monaten? Was passiert da? Entweder innerhalb dieser knapp 3 Monate sagt der Mann, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich nehme mein Wort wieder zurück. Dann hat er eine Scheidungskarte von 2 verspielt. Okay? So, das heißt, die Möglichkeit ist, weil man immer noch miteinander zusammen lebt, in der Regel, und stellt euch mal vor, die waren verheiratet, die waren verliebt, die leben unter einem Dach. Ja? Das heißt, 3 Monate sind genug Zeit, dass sie wieder zueinander finden. Und der stolze Mann, der das nicht aussprechen kann, das genügt auch, wenn er dann die Frau küsst. Damit hat er dann auch die Frau zu sich zurückgeholt. Ja? Das heißt, der Mann, der die Scheidung will, der muss 3 Monate ein geduldiger Mann sein. Versteht ihr, was ich meine? Ihr versteht, was ich meine, gell? Der muss sich kontrollieren können. Und die Frau, die muss sich genauso kontrollieren können, wenn sie die Scheidung will. Aber stell dich mal vor, die Frau will die Scheidung gar nicht. Die wird kochen, was der Mann am liebsten isst, ja, die Lieblingskleider rausholen und so weiter. Jetzt nicht zu viel. Ja. Die wird den Mann schon irgendwie rumbekommen. Das heißt, spürt ihr diese Erziehung? Es ist nicht einfach so, dass man irgendetwas unterschreibt, sondern Allah Ta'ala setzt bei den Gefühlen der Menschen an. Bei den Gefühlen der Menschen an. Wenn der Mann sagt, ach nee, ich bin 3 Monate stark geblieben. Und die Frau sagt auch, ja, und ich musste gar nicht stark bleiben. Ja, den will ich ja gar nicht. Dann ist die Wartezeit ist abgelaufen. Was passiert? Die Frau könnte jemanden anderen heiraten. Das heißt, die Scheidung im Islam setzt auch bei der Eifersucht des Mannes an. Das heißt, wenn er wirklich Gefühle für die Frau hat, wird er ihr nicht diese Möglichkeit geben. Aber wenn er sein Wort zurücknimmt und dann ein Jahr später gibt es denselben Konflikt und er spricht nochmal die Scheidung aus und dann nimmt er sie nochmal zurück. Was passiert dann? Wenn er das 3. Mal die Scheidung ausspricht, gibt es nicht die Möglichkeit, sie zurückzunehmen. Es gibt dann auch nicht mehr die Möglichkeit, durch einen neuen Ehevertrag für die Wiederheirat. Die hat es beim 1. und beim 2. Mal gegeben. Der Mann spricht die Scheidung aus, 3-4 Monate laufen ab und dann denken beide, ach, wir waren dumm und stolz gewesen, komm, wir heiraten nochmal, kein Problem. Aber dann wird die Frau den Mann zur Kasse bitten, nochmal die Brautgabe zahlen bitte, neuer Ehevertrag, neues Festessen und ja, das Ganze drumherum. Das heißt, der Mann, der wird auch beim Geiz gepackt, so ein bisschen, ja. So, soll ich jetzt wirklich das Risiko eingehen? Die will doch nur, dass ich nochmal eine Brautgabe zahle. Nee, komm, ja. Und dann gibt ihr einen Kuss. Und dann ist das Ganze wieder, ja, beim Ursprungszustand, bei der Ehe. Aber beim 3. Mal, da muss die Frau erst einen anderen Mann heiraten. Aber nicht nur den Ehevertrag unterschreiben, sondern im vollsten Sinne heiraten. Und dann geschieden werden und dann könnte sie erst, nachdem sie ordentlich geschieden ist und die Wartezeit ist abgelaufen, könnte sie dann erst zum vorherigen Mann zurückkehren. Spürt ihr diese Erziehung? Und dass es diese 2 Möglichkeiten gibt? Weil manchmal sind die Menschen so hin und her gerissen. Ah, mal so und ja, so ein bisschen Drama. Ist alles in Ordnung. Deswegen ist es schön, dass wir diese Scheidungsregelung so haben. Damit die Menschen mit ihren Gefühlen eine Regelung geben können. Und dass die Menschen auch durch ihre Gefühle geregelt werden, ja, und erzogen werden. Und die Scheidung darf man auch nicht im Spaß aussprechen. Das heißt, der Mann wird auch zu einer Ernsthaftigkeit erzogen. Ja, also wenn es nicht alle Gelehrten sind, ja, es sind es 99,999% der Gelehrten sagen, selbst wenn der Mann als Spaß das Scheidungswort ausgesprochen hat, gilt es trotzdem. Das ist richtig. Das heißt, spürt ihr, wozu der Mann, der in dem Sinne mehr Verantwortung bekommen hat, durch die Brautgabe, durch das verbale Eheauflösungsrecht, wie er aber auch zur Verantwortung erzogen wird? Der muss mehrere Urgefühle überwinden können. Seine Sehnsucht der Frau gegenüber. Ja? Und die Bindung auch zum Geld.
Und dass das Ganze auch eine Zeitspanne durchläuft. Nicht einfach nur so, dass man das einfach so durch eine Unterschrift klären kann. Dahin wird der Mann erzogen. Und subhanallah, warum haben wir so viel Chaos, liebe Geschwister? Gerade in diesem Bereich. Wir sollten ein Licht sein. Ein Licht sein. Das muss nicht heißen, dass alle Ehen immer zusammenbleiben. Aber das muss heißen, dass wenn die Ehen auseinandergehen, dass sie auf diese Art und Weise auseinandergehen, dass man Ihsan verspürt. Dass man Al-Ma'ruf verspürt. Die Güte verspürt. Ja? All das, was wir gerade eben miteinander gelesen haben. Da ist nicht von irgendwelchem Leid und Tränen und Brutalität und Drohungen und Erpressung und die Rede. Nein, das ist die Passage zum Thema Scheidung. Also es gibt mehrere, ja, aber es ist wohl die längste, wenn ich mich jetzt nicht irre an der Stelle. Und subhanallah, ist eine wundervolle Passage, obwohl das Thema ein hartes Thema ist, aber es ist eine wundervolle Passage. Wo über auch das Jenseits gesprochen wird und über die Verbindung zu Allah Ta'ala gesprochen wird und über das Versöhnen gesprochen wird. Ja? Allah Ta'ala ist sehr, sehr weise, liebe Geschwister. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, in Malaysia ist das so, wenn man heiraten möchte, muss man einen Führerschein machen. Muss man einen Familienführerschein machen. Und seitdem die Regierung das verbindlich festgelegt hat, ja, das heißt, man kann da nicht heiraten, man kann nicht zum Standesamt, außer man hat den Führerschein abgelegt, den Eheführerschein abgelegt. Wie hier auch. Ja? In Bezug auf mit dem Auto unterwegs sein. Und seitdem dies eingeführt wurde als Pflicht, ist die Scheidungsrate drastisch runtergegangen. Drastisch runtergegangen. Es ist wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Ich sage euch warum. Gerade die Jungen, die hier sind. Weil unsere Eltern bereits in einer Situation groß geworden sind, wo deren Eltern, unsere Großeltern, ihnen nicht helfen konnten, was Ehefamilienangelegenheiten anbelangt. Warum? Das Leben war ein ganz anderes Leben. Mein Vater, der hier hergekommen ist, um zu arbeiten, wie viele eurer Väter vielleicht oder Großväter vielleicht, was sollte er jetzt seinen Vater fragen, ja, in der Ehe? Hat er eine ganz andere Situation, stimmt's? Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, da war schon ein fehlendes Wissen, weil es war einfach zu verschieden. Man konnte das eine Wissen nicht in das andere Wissen übertragen. Ja? Und dann, die Kinder derer, die hergekommen sind, haben auch nochmal ein ganz anderes Verständnis, eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Mentalität, ganz andere Identität, ganz andere Lage, Situation, gesellschaftlich gesehen. Ja? Das heißt, da fehlt es dann auch an Orientierungsmöglichkeiten manchmal. Manchmal kann man dann nicht zu denjenigen hingehen, zu denen man normalerweise hingehen müsste oder sollte. Natürlicherweise. Und deswegen scheitern oft junge Ehen. Deswegen versucht, euren Führerschein zu machen, euren Eheführerschein vorher zu machen. Oder wenn ihr schon unterwegs seid im Auto, obwohl ihr gar keinen Führerschein habt, jetzt übertragen auf die Ehe, ja, dann versucht, ihr nachzuholen. Ja, versucht das während des Fahrens praktisch nachzuholen. Inshallah werden die Geschwister nun rumgehen und die für die Unterstützung der Gemeinde spendet vor dem, was Allah Ta'ala euch ermöglicht hat. Normalerweise wäre die Fortsetzung des Zakat-Themas vorgesehen gewesen, aber ich wollte nicht zweimal hintereinander dann spontan über dieses Thema Spenden sprechen. Ja, ihr sollt euch nicht wie gemolkene Kühe fühlen, aber ihr wisst, das ist eine Investition für euch selbst. So stark wie unsere Gemeinden sind, so stark können auch wir sein. Und da, wo unsere Gemeinden Schwächen haben, werden auch wir immer diese Schwächen zu spüren bekommen.
Ich sehe hier viele, viele junge Männer, die mit ihren Eltern ein ernstes Gespräch führen müssen. Ja, Mama, Papa, ich bin schon 20, 22, 23, 18, 19. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wie regeln wir das Thema Heirat? Ja, habt ihr da einen Plan oder können wir da zusammen einen Plan entwickeln? Ja, junge Männer, mashallah. Ich sorge mich um euch. Ich hoffe, dass ich viel feiern werden kann mit euch bei euren Hochzeiten, bei euren Akira feiern, ja, wenn ihr dann Kinder bekommt und dann ein schönes Festessen ausgibt. Ja, wir Muslime lieben feiern, ja, Hochzeitsfeiern und Geburtsfeiern. Inshallah, auch die älteren Geschwister hier, die bereits Söhne und Töchter im heiratsfähigen Alter haben, ihr seid verantwortlich. Und ich will, dass ihr so richtig männlich, die Väter, so, seid so richtig maximal männlich. Seid so wie Omar, Allah Ta'ala mit ihm zufrieden sein. Omar, ja, groß, stark, ja, wird beschrieben, riesengroß war er gewesen. Ja, und wo er gesprochen hat, haben die Menschen ihn sofort verstanden. So wird er beschrieben. Und wo er zugeschlagen hat, wenn es sein musste, da hat es wehgetan. So wird er beschrieben. Ja? Und derselbe Omar, stellt euch vor, der geht raus und sucht einen Ehemann für seine Tochter Hafsa, die auch im Teenageralter war. Ja, deren Mann ist, glaube ich, gestorben, wenn ich mich nicht irre. Oder es gab eine Scheidung, ich glaube, er ist gestorben. Unabhängig davon, sie war im Teenageralter. Und Omar, der geht raus. Ja? Und er spricht die besten Männer an. Hat Uthman angesprochen. Uthman, was ein wunderschöner Mann, innerlich wie äußerlich. Und Uthman hat diese zurückhaltende Antwort gegeben. Omar war sauer gewesen, tief enttäuscht. Dann ging er zu Abu Bakr. Noch größere Enttäuschung. Warum? Er hat sich um seine Tochter gekümmert. Aber dann, alhamdulillah, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die beiden haben ja nur deswegen abgelehnt, weil sie wussten, dass der Prophet Heiratsabsichten bezüglich Hafsa gehegt hatte. Ja, Allah Ta'ala möge mit allen zufrieden sein. Diese Männer will ich sehen. Ich will nicht mehr immer mit dem Mann zu tun haben, ja, wo ich anrufe, ja, es ist jemand hier, er würde gerne um die Hand ihrer Tochter anhalten. Was? Meine Tochter sollte? Ja? Ich will dasselbe Temperament im Suchen des Schwiegersohns. Im Suchen der Schwiegertochter. Wenn es also ums Heiraten geht, nicht wenn es darum geht, immer alles zu blockieren und Probleme zu machen. Aber falls wir einen solchen Vater haben und eine solche Mutter haben, wir drehen nicht durch, wir beschuldigen ihn nicht, wir verurteilen ihn nicht, sondern wir haben einen langen Zeitplan. Wir haben Zeit, alhamdulillah. Und Allah Ta'ala ist mit uns. Und durch Geduld und Liebe und Demut und Unterwürfigkeit, die für den Sohn geschrieben ist und die für die Tochter geschrieben ist im Islam, ja, durch diesen Plan werden wir alle solche Väter, inshallah, auf unsere Seite kriegen. Nicht durch irgendwelche Amok-Aktionen oder so. Ja, und so, ich raub mir die Frau, so. Sowas gibt es bei uns nicht, so Frauenraubgeschichten. Ja? Ja, manche haben diese Mentalität, aber das bringt nur Schaden, liebe Geschwister. Ja, das bringt nur Schaden. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Quddus. Oh Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen. Bitte schenk uns deine Vergebung, deine Rechtleitung. Bitte vergib uns und unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben, oh Allah. Und lass uns eine lichtspendende Leuchte sein für all diejenigen, die nach deinem Licht suchen, oh Allah. Und rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. Oh Allah, bitte vergib uns unsere zahlreichen und unsere schwerwiegenden Sünden und helf uns davon wegzukommen, oh Allah, dass wir keine großen Sünden mehr begehen, dass wir auf keine kleinen Sünden mehr bestehen. Oh Allah, bitte helf uns, unsere 5 Gebete zu lieben, oh Allah. Zu lieben, danach Sehnsucht zu haben, oh Allah. Bitte helf uns, dass wir, bitte schenke uns Leben, sodass wir in 3 Monaten den Ramadan erleben dürfen, oh Allah. Allahumma amin. Und ihn durchfasten dürfen, oh Allah. Und schenke uns eine liebevolle Erziehung, oh Allah. Bitte lass uns nicht aus unseren Fehlern lernen, sondern lass uns aus deinen Geboten heraus das Licht deiner Religion sehen, oh Allah. Allahumma amin. Oh Allah, bitte für alle Menschen, die nun wirklich schwer geprüft sind, die weg von ihrer Heimat sind, die geflohen sind, die bekriegt sind, die in Gefängnissen sind, die gefangen gehalten werden, die krank und hungernd sind und kein Dach über den Kopf haben, oh Allah, und die drohen, trostlos zu werden, oh Allah, bitte helfe all diesen Menschen und bitte helfe uns, dass wir unser Möglichstes tun für diese Geschwister und für diese Menschen, oh Allah, Allahumma amin. Oh Allah, bitte lass uns von unserem Geld geben, lass uns von unserer Zeit geben, lass uns von unserem Wohlstand geben, oh Allah, und helfe uns, dass wir ein tatenreiches Leben haben. Oh Allah, bitte schütze uns vor den Verführungen, vor den Sünden und schenke uns eine geeinte Gemeinde, oh Allah, eine geeinte islamische Umma, Allahumma amin. Und bringe unsere Herzen zusammen
und lass uns auch mit einer Hand zupacken. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.